Hey Leute, willkommen zurück zu Elements Destiny Ancient Powers vom sagenhaften Suishomaru. Und um euch der Eishöhle zu ersparen, bin ich gleich direkt rausgegangen. Das letzte Mal stellte sich uns die Frage, wo geht es überhaupt weiter? Nun, ich hätte einfach nur hier nach unten gehen müssen. Ahaha, Mist. Eigentlich klar, wir haben den Geist schon, was sollen wir noch in der Höhle? Also einfach raus. Eigentlich klar, aber ich konnte wie immer nicht mitdenken. Auf jeden Fall ist er unser geliebter Sarosch. Ich kenne dich doch. Tust du nicht? Ich meine, wir haben uns seit Wochen, Monaten nicht gesehen. Ihr seid die, die unser Gespräch belauscht haben. Und wie es aussieht, seid ihr gerade aus dem verrückten Gebirge gekommen. Das war gar nicht so einfach. Sagt, habt ihr... Hat sie das Mädchen gefunden? Lebt sie noch? Einem wie dir werden wir gar nichts sagen. Aber ist es, weil ich schwul bin? Ist es, weil ich ein Schwarzer bin? Was sehe ich denn da? Du mit dem braunen Haar, was trägst du da für einen Anhänger? Das ist mein Anhänger. Ihr habt sie also gefunden. Da muss ich sie nicht mehr suchen. Ich bitte euch freundlich, mit den Anhänger zu überreichen. Aber klar doch, ich drücke dir fest in die Fresse. Das stinkt doch bis zum Himmel. Du bekommst nichts von uns und nun mach den Weg frei. Wer ist der überhaupt? Was will der? Was ist hier nur los? Ich bitte euch, es ist wichtig. Gut, dass ich bei euch bin. Wenn Shadowfat kommt, machen wir ihn einfach fertig. Gewalt kann ich doch nicht ab. Ich hatte gehofft, dass er das friedlich regeln könnte. Da muss ich eben kämpfen. Was sie mit dem Mädchen gemacht hat, ist mir egal. Nur der Angänger zählt. Der Angänger. Okay, hooray. Wieder kämpfen. Na gut, wie auch immer. Aufflammender Schuss. Kreuzschnitt. Dunkelnarbe und selbstverständlich der Geierschlag. Oh, flammender Schuss. Dunkelnarbe. Geierschlag. Kreuzschnitt. Super, er ist noch nicht mal leicht angerötet. Aber er hat uns nicht getroffen. Idiot. Ja, versuchen wir es mit den zweitstärksten Attacken. Vielleicht ist er auf irgendeines empfindlich. Besitzt eine grundlegende Allergie dagegen. Milchangriff. Nein, ich hab doch eine... Dings. Cooler Spruch, ne? Ich hab doch eine Dings. Ja, ich hab's drauf. Oh, Baby. Nicht Gift. Geht eh alles daneben. Du bist zu schwach, Boy. So, dann haben wir mit allem drauf. Oh, ja, ja. Das heißt, es abwarten. Tee trinken, ne? Apropos Tee. Ich habe keinen. Tollpatschigkeit. Auch daneben. Tja. Gut, dann die Elementattacken. Plus Schädelbruch natürlich. Oh ja, so geht dein Video gut los mit Kämpfen. Ah, das hat richtig reingehauen. Gut, dass wir die Geister haben. Oh, Scheibenhonig. Item gegen Gift. Hier. Und dann nochmal rausgesmackt. Du kannst mir gar nichts. Du mit deinem komischen Blatt Papier. Super, das ist noch ein bisschen stärker als unsere Elementarangriffe. Hooray! Klar, hier nochmal ein Ohnmachtsangriff, Dunkelnarbe und Nackenhieb. Oh ja, ich mag es in den Nacken. Ja, ja. Kommt, töten. Ich will ihn doch nur tot sehen. Ein bisschen Blut, ne? Bisschen sterben, ja. Oh nein, jetzt bin ich ungeschickt, ganz plötzlich. Er ist eh tot. Jetzt wird kurz geladen.
und 63 Erfahrungspunkte und 56 Zeddy erhalten. Dafür hat sich das Laden doch gelohnt. Level up. Level up. Level up. Ja, ganz schön ungeschickt, ne? Level up. Nur ich nicht. Allein kann ich euch nicht besiegen. Schön, dass du das einsiehst. Nun geh beiseite, sodass wir weiterschreiten können. Nicht so schnell, Tapio. Ich würde vorher gerne etwas fragen. Was hat es mit dem ganzen Chaos auf sich? Warum bist du so besessen davon, diesen Anhänger zu bekommen? Ich muss meinen Auftrag ausführen, sonst werden viele Menschen leiden. Und ich mag Schmuck. Was? Du hast verloren. Wie kannst du es wagen, uns noch weiter zu drohen? Ich werde nichts weiter tun. Ich werde ins Königreich zurückgehen und den Prinzen, dem König, von meinem Versagen zu brechen. Der König wird sehr erzürnt sein. Sein Volk, es braucht doch diesen Anhänger. Nun komme ich auf die Idee, mir zu folgen. Keine Sorge, ich werde sagen, dass ihr entkommen konntet. Oh, vielen Dank. Du bist ein wahrer Freund. Wir können dir endlos vertrauen. Dieser König scheint ein ziemlicher Tyrann zu sein. Oh nein, eine Killerbiene. Ja gut, dann haben wir auch diesen Kampf überstanden und können wir jetzt auch eigentlich hier entlängs... Hi. Dieser verdammte Mechanismus funktioniert noch immer nicht. Dann müssen wir ihm wohl folgen. Kommt nicht auf die Idee, mir zu folgen. Bitte haltet mich nicht auf. Auch wenn ihr mich so sehr liebt, alle lieben mich. Sorry, er sieht schwul aus. Was soll ich denn machen? Oh. Das seid ihr ja. Gut, dass ich euch nochmal treffe. Wie ich sehe, geht's dir wieder besser. Aber du bist den Akzent noch nicht los. Was gibt's denn so Wichtiges? Ich hab mich doch zu entschlossen, wieder nach Hause zurückzukehren. Ich werde dort mit meinem Vater über das Problem reden und versuchen, euch irgendwie zu unterstützen. Hier bin ich keine große Hilfe mehr für euch. Ist doch schon, wo ihr nur hin wollt. Der Elementargeist, der sich uns vor kurzem anschloss, hat noch kein Signal empfangen. Buh, buh, buh. Allerdings müssten wir uns vorher ein Sonar besorgen. Ich würde vorher noch gern etwas erledigen. Du hast nicht ernsthaft vor, was ich glaube, was du vorhast, oder? Oh doch, ich werde mir Schuhe kaufen. Lala, wir können nicht mal eben ein ganzes Königreich retten. Das kann nur Cloud Strife. Was redest du da? Wie blöd hältst du mich? Ich möchte bloß herausfinden, was der König mit den Force anfangen will. Wie stellst du dir das vor? Woher sollen wir die Informationen bekommen? Es geht also wieder um das Königreich Skrydius. Ich weiß nicht, ob euch das weiterhilft, aber ich glaube, ich habe einen nützlichen Hinweis. Ein Stück südlich von hier steht ein Haus. Ja, das ist mein Haus. Wie ich gehört habe, war die Frau, die dort wohnt, bis vor uns allzu langer Zeit im Schloss Skrydius tätig. Ja, das ist meins. Bora also wieder. Ja, sie hatte bei unserer ersten Begegnung etwas angedeutet. Danke für den Hinweis. Wir werden der Sache nachgehen. Hooray! Freut mich, dass ich helfen konnte. Ich werde mich auch mal bald auf dem Weg machen. Noch Sachsen! Jo, das freut mich und so findet jeder ein Zuhause, das ihm steht. Gibt es hier noch irgendwo Shops? Das wäre prima. Das Haus steht leer? Moment, der Geist ist doch verschwunden. Vielleicht steht das Haus nicht mehr leer. Es steht noch leer, bis auf ein Bett und eine Truhe. Na gut. Wir werden dann ins Haus von Fea gehen, um uns dort wieder zu heilen. Hallo. Hätte mir Mama mich nicht aufgehalten, hätte ich diesen Monstern gezeigt. Ah, das Dorf hier ist wohl Kleinsachsen. Ja, ja. So, hier gibt es nur einige schwächliche Gegner, aber wir werden zuerst einmal wieder nach Hause von Lea gehen, ins Zuhause von Lea gehen und... Oh, hallo, seid ihr süß? Oh, oh, diese Fangzähne. Oh, überall Blut. Oh, ja. Ist schön, wie aufgeräumt diese Gebäude sind. Am besten, wir ruhen uns kurz aus. Alle vier in einem Bett. Ja, da stehe ich drauf. Außer du. Du schläfst vor dem Haus. Oh. So, dann geht's auch schon weiter. Wiesen gestärkt. Mit frischem Wolfsfleisch genährt. Ich glaube, hier ist einer weniger. Doch, doch, doch. Bestimmt. Lasst mir meine Illusionen. Und dann wieder zurück zu Bora, hieß sie, ne? Bora Constrictior. Und irgendwie konnten wir... An die Truhe. Ich glaube, irgendwer meinte durch den Kamin. Gehen wir da noch gleich. Hier funktioniert er ganz vortrefflich.
Ich lach mich kaputt. Laute Musik ist laut. Hier vielleicht? Hm? Ja, nein, oder? Die Aufschrift kann ich nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Versteckte Bodenschalter Band 1 und hier im Rang. Ja, gut, versteckte Bodenschalter gab es unten im Dungeon. Das habt ihr mir auch vorgehalten. Da hätte ich eigentlich wissen müssen, dass wir nach versteckten Bodenschaltern Ausschau halten müssen. Bla, bla, bla. Seid ihr nicht so kleinlich? Was wollt ihr schon wieder? Ich hab am Kälteschutz noch nicht weiter geforscht. Also geht weg. Okay. Deswegen sind wir nicht hier. Ah ja? Faule Tussi, arbeite weiter. Wir wollen mit dir noch einmal etwas genauer über das Königreich Krytios sprechen. Wir? Eigentlich sind wir nur wegen dir hier. Sei nicht so gescheit. Vielleicht hilft uns das ja weiter. Ich wüsste nicht, dass ich euch irgendwas zu sagen hätte. Und mein Stottern ist nicht verdächtig. Jetzt tu nicht so. Wir wissen doch, dass du Bescheid weißt. Über was? Wieso bist du so scharf darauf, es zu erfahren? Der König ist hinter den Elementarforce her. Ich muss wissen, warum. Der König? Du sprichst sicher von Prinz Jared. Mal Prinz, dann wieder König. Blicke langsam nicht mehr durch. Ich gehe nach Hause. Tschüss, ihr Idioten. Ganz ruhig, Kurzo. Ich werde es erklären. Der jetzige König Jared war bis vor kurzem noch Prinz. Doch unglücklicherweise verstarb der König und er bestieg als rechtmäßiger und einziger Thronerbe den Thron. Wenn ich mich richtig erinnere und es nicht mit einem anderen Spiel verwechselt, dann hat er seinen Vater getötet, oder? Das müsste es sein. Das Königreich Krytios war ein schöner Ort mit einem gerechten Herrscher. Doch mit Jared auf dem Thron wurde auf einen Schlag alles anders. Diesen Lümmel sollte man nicht mal zum Brust nehmen. Er tyrannisiert das ganze Volk, er ist ein grausamer König. Jeder, der es wagt, sich seinem Willen zu widersetzen, wird sofort mit dem Tode bestraft. Aber was hat das alles mit den Elementarforce zu tun? Ich weiß selber nicht genau, wie er an das Wissen über die Elementare herankam. Jedoch scheint er wie besessen. Er ist im festen Glauben, dass er durch das Erringen der Elementarforce unbegrenzte Macht erhalten wird. Er ist durch und durch verrückt. Sowas. Also, seid ihr jetzt fertig? Kann ich nun weiterarbeiten an meinem Flickenteppich hier? Ich denke schon. Danke für die Information. War hilfreich. Ich mach die Dialoge, hab ich das schon mal erwähnt? Hey, halt! Was hast du denn, Lulair? Wir sind hier noch nicht fertig. Ich möchte wissen, was du im Königshaus gemacht hast, was deine Arbeit war. Du gibst wohl nie auf, was? Okay, ich gebe es zu. Ich war die Hure! Also gut. Ich war Professorin und habe unter anderem Heiltränke für die Soldaten und das Volk entwickelt. Ich arbeitete unter der Aufsicht des vorherigen Königs. Doch als der König starb und Jared den Thron übernahm, was ist dann geschehen? Nicht nur das Volk litt, auch alle im Königshaus wurden kürzer gehalten. Kürzer gehalten? Er hat nur noch Lilliputaner eingestellt, damit er der Größte ist. Er hat Angestellte rausgeworfen, Löhne gekürzt und die Arbeitsdauer erhöht. Außerdem hatte uns Professor nicht die nötigen Mittel zur weiteren Forschung zur Verfügung gestellt. Stattdessen war er von einem auf den anderen Tag wie besessen von diesen Elementarforce und redet die ganze Zeit über homöopathische Mittel. Verstehe, vermutlich hast du das Königshaus deswegen verlassen. Genau das ist der Grund. Eines Nachts entschloss ich mich zu verschwinden. Alle neuen Forschungen hatte nur für sich behalten. Für seinen wollte ich nicht länger arbeiten. Also zerstörte ich das Labor und sämtliche Ergebnisse, die einst für das Königreich gedacht waren. So kam ich hierher und befasste mich nur noch mit der Kunst der Alchemie. Ende der Geschichte. Wie unverantwortlich. Was? Wie kann man seine Heimat nur so im Stich lassen? Du hast alle Forschungen vernichtet, die dem Wohle des Volkes dienen sollten. Zum Beispiel Hustenbonbons. Das Volk muss doch schon genug unter ihrem König leiden. Und nun gibt es keine Möglichkeit mehr, an die wichtigen Daten heranzukommen, die für das Volk so wichtig waren, wie zum Beispiel Hustenbonbons. Du hast doch selbst gesagt, dass du unter anderem Heiltränke hergestellt hast. Und Hustenbonbons. Gerade wenn das Volk so leidet, kann man doch nicht einfach davonlaufen. Bist du jetzt fertig? Beruhige dich, Lilia. Tut mir leid, ich versteh's nur nicht. Der Mensch ist eben egoistisch. Ich habe mit Krytios nichts mehr zu tun, das ist Vergangenheit. Und ich werde mich auch nicht in die Angelegenheiten des Königs einmischen. Dann sag uns nur noch eins. In welcher Richtung liegt das Königreich? Nein, wir werden das Volk nicht retten, Lilia. Denk doch
wenigstens einmal nach. Ich versichere euch allen, dass wir dort mehr über die Elemente herausfinden können. Irgendwie ist es ihm gelungen, das Wissen über die Elementare zu erlangen. Das schreit doch geradezu nach einem Hinweis. Also ich finde, Lilea hat recht. Wir sollten nach Krytios gehen und uns das mal genau ansehen. Die Informationen kann er nur von einem Elementargeist oder einem Clan-Angehörigen bekommen haben. Ich bin sicher, dass uns das helfen wird. Ja, das geht schon mal voraus. Tschüssi! Eure Denkweise gefällt mir. Ihr seid auf dem besten Wege, meine würdigen Gefährten zu werden. Denn ich bin der Anführer. Ja, tschüssi. Ich glaub's einfach nicht. Ja, wenn's denn sein muss. Ich folg mal Xian, Xai, irgendwas mit X. Hey, warte doch mal. Hey, wo hast du dieses Eis her? Das ist mein Eis. Ich muss sagen, du hast eine Menge Mut, Kleiner. Das Königreich Krytios befindet sich in der westlichen Region. Dort gelangt ihr nach einem ordentlichen Fußmarsch auf direktem Weg dorthin. Natürlich gepaart mit allerlei Kämpfen. Ach, vielen Dank. Ach, und noch was. The cake is a lie. Bist du dir sicher, dass du nur wegen des Hinweises dorthin möchtest? Wer weiß. Ich kann nur sagen, versucht es besser nicht. Ihr vier alleine könnt gar nichts ausrichten. Sucht euren Hinweis und verschwindet dann wieder. Denkt doch mal für die... Danke nochmal für die Wegweisung. Ja. Und sie wird doch nicht auf mich hören. Ich kann nur hoffen, dass die anderen ihr das austreiben. Das wäre ihr sicherer Tod. Huiuiuiui. Ah, ich mag die Dialoge. Die sind... Ah, die sind so toll. Da hat sich der Sui so richtig in die Charaktere hineinversetzt. Und gefällt mir. So, eigentlich wäre es doch logisch, wenn man jetzt durch den Kamin könnte, oder? Leer. Genau wie mein Kopf manchmal. So, wie kommt man eigentlich an die Truhe? Es hat mir doch irgendwer verraten. Aber ganz ehrlich, ich habe es wieder vergessen. Vielleicht ein versteckter Schalter hier in der Sitzgelegenheit. Nein, vielleicht hier in dem lustigen Bild von einem... Was ist das? Von einem Hasen. Nein, ich glaube, das ist eine Pflanze. Ja gut, dann lassen wir die Truhe einfach Truhe sein. Lassen wir ihr die Existenz und auf nach Westen ins Königreich Globetrotter. Hab's vergessen. Ja, Speicher nicht vergessen, ne?